Jeder von uns kennt das am meist bekannteste Gewürz, Salz. Дэн, сколько соли насыпать? Ну, насыпь на глаз. Ты дебил? Und noch andere Gewürze, wie zum Beispiel Knoblauch, Pfeffer, Ingwer, die unsere Speisen noch zusätzlich verfeinern sollen, genauso wie Kräuter oder auch Öle. Und in dem Punkt möchte ich diesen so in Bezug auch ansprechen, welchen gesundheitlichen Wert diese Sachen eigentlich überhaupt haben, wenn sie einen haben, und welche Hintergründe das hat, warum wir so viele kleine Sachen nutzen, um unser Essen aufzubessern, zu verfeinern oder es auch ja, vom Geruch oder vom Geschmack bekömmlicher zu machen. Damals wurden die Gewürze zum Beispiel benutzt, um Leichen zu mumifizieren. Das hat man ja bei den Pharaonen gesehen. Und nach, wo dann die Chinesen und Inder angefangen haben, ihre Nahrung zu verarbeiten bzw. zu kochen, haben sie da immer mehr Gewürze damit reingebracht, um, wie gesagt, hat er das als so eine Art Geschmacksverstärker zu nutzen, weil das ganze Essen mehr oder weniger fade gekocht worden ist. Das merkt man halt einfach auch, dass halt, wenn man zum Beispiel Obst und Gemüse in eine Suppe oder irgendwo reinkocht, dann ist halt die meisten Aromen werden dann verkocht, gehen dann in die Luft. Deswegen riecht es ja auch so super, wenn die Leute selbst kochen und dann viele verschiedene Zutaten zum Beispiel nutzen, vor allem frische Zutaten. Und viel Geschmack geht dann auch ins Wasser weg, ja, was viele auch wegkippen. Und dann hat man eigentlich eine fade Pampe, die sozusagen nach gar nichts schmeckt, und man nutzt halt dann dafür diese Gewürze, damit es halt nach irgendetwas schmeckt. Und man kann es dann auch so betrachten, dass man halt früher diese Gewürze genutzt hat zur Mumifizierung, und heute tun die Leute sich mit den ganzen Gewürzen und was sie da alles auf ihr Essen drauf tun, sich vom Innen heraus selbst mumifizieren. What the hell are you talking about? Faszinierend. Eine Mumifizierung kann man auch einer Konservierung gleichsetzen, und demzufolge, wenn man jetzt sein Essen stark würzt oder auch dementsprechend stark behandelt, auch mit Essig zum Beispiel zum Einkochen beispielsweise, dann konserviert man ja sein Essen, hat man eine längere Haltbarkeit und eine höhere Transportfähigkeit, was in einem gewissen Zeitraum vom Menschen, wo wir in Notlagen waren, beispielsweise in den russischen Regionen, wo halt man sehr starke und kurze Winter, kurze Sommer hatte und starke Winter, da ist man halt darauf angewiesen gewesen, irgendwie seine Lebensmittel haltbar zu machen, damit man überhaupt was zu essen hat. Allerdings sind wir jetzt in so einer vernetzten Welt, dass wir von überall eigentlich frisches Obst bekommen könnten, wenn wir wollten. Wir müssen halt nur diese Möglichkeit nutzen, dann könnte man von dieser Notnahrung weggehen. Aber dennoch ist es halt auch so ein Zeitgeist von uns geworden, halt lange Haltbarkeit haben, guter Transport auch zu gewährleisten von den Nahrungsmitteln. Da müssen die nicht, hat man nicht so einen hohen Verschleiß, sage ich mal, da muss so viel wegwerfen, sondern kann man die einfach konservieren und halten sie Monate oder Jahre, Jahrzehnte. Und wie gesagt, dann essen wir diese Sachen, die sind dann durch die Konservierung, sind ja keine Bakterien drin, die sind ja alle abgestorben. Das ist sozusagen diese Gewürze und die ganzen Konversierungsstoffe, die ja in den industriellen Sachen da mit rein sind, Geschmacksverstärker und Aromen, die sind antibakteriell. Und wenn man sich das Wort anschaut, antibakteriell, das ist ja gegen das Leben. Und wir sind auch auf Bakterien angewiesen, unser ganzer Körper funktioniert damit. Und wenn wir das dann noch mit aufnehmen, beziehungsweise wenn wir das essen, dann schaden wir eigentlich mehr unseren Körper. Wir zerstören das Leben in dem Körper, Schritt für Schritt natürlich, weil die Leute die kritische Masse auf einmal ja nicht zu sich nehmen würden, um zu sterben, aber nur weil sie halt etwas essen, wo viele Konservierungsstoffe drin sind oder viele Gewürze, heißt das jetzt nicht, dass sie, wenn sie daran nicht sofort sterben, dass das dann gesund sei, sondern dass der Prozess halt schleichend und laufen ist. Also man hat immer ein bisschen mehr und man hat dann die ganzen Auswirkungen, wie man sie halt zum Beispiel in unserer Gesellschaft sieht in Bezug auf Krankheiten. Schauen wir uns nun das bekannteste Gewürz der Welt an, und zwar Salz, was meiner Ansicht nach viel zu unterschätzt wird. Das ist ein Gift. Nur weil, wie gesagt, die Leute nicht daran sofort sterben, heißt das ja nicht, dass das jetzt etwas
etwas Positives, sage ich mal, ist und auf meiner Meinung nach auch eine sehr starke Droge. What? Wo ich dann auch später dazu komme. Allerdings ist es halt so, dass die Leute so ungefähr am Tag 10 bis 15 Gramm Salz zu sich nehmen, wo die tödliche Dosis, wenn man das auf einmal nimmt, so 100 bis 150 Gramm am Tag ist. Und dabei muss man auch berechnen, dass die Leute ja überall salzen. Das sehe ich zum Beispiel bei meiner Mutter, und die kauft dann auch dieses ganze Industriezeug, was man ja zum Beispiel im Restaurant, in den Supermärkten oder sonst irgendwo findet. Das ist ja eigentlich alles gesalzen, also du hast fast überall Salz irgendwo mit drinnen, und das kann dann schon passieren, dass der Konsum vom Salz noch etwas höher ist. Aber wenn man jetzt bei diesen Standard 10 bis 15 Gramm am Tag bleibt, dann hat man schon über den Tag verteilt schon ein Zehntel dieser tödlichen Dosis, was schon besorgniserregend sein sollte. Es gibt einige Irrtümer, die den Konsum von Salz befürworten, darunter, dass Salz lebensnotwendig sei, ein Geschmacksverstärker, ein Verdauungsförderer und auch im Blut vorkommt. Bei dem Argument, dass Salz lebensnotwendig sei, wird es auf seine Bestandteile reduziert, und zwar Natrium und Chlorid. Natrium wird vom Körper benutzt zur Regelung von Wasserhaushalt und Chlorid für die Herzaktivitäten. Allerdings ist Salz ein anorganisches Produkt bzw. Vorkommen, was der Körper so nicht verarbeiten kann bzw. aufspalten kann. Es kommt genauso rein, wie es auch wieder rauskommt. Und das Problem halt dabei ist, dass der Körper da viel größeren Aufwand hat, um dieses Gift auch wieder auszuscheiden. Interessant dabei ist bei diesem Argument, dass es lebensnotwendig sei, ist, dass sehr viele Naturvölker Salz in der Form, wie wir es heute haben, überhaupt gar nicht kannten, sondern erst als der weiße Mann mit den oder anderen Kolonialisten mit den Gewürzen zu den Naturvölkern gekommen sind, dann wurden ihnen sozusagen diese Gewürze gebracht und haben sie erstmal den ersten Kontakt mit diesen Gewürzen bekommen. Dann das zweite Argument, dass Salz den Geschmack verbessert. Das stimmt in dem Zusammenhang auch nicht, weil wenn man Salz jetzt so zu sich nimmt, beziehungsweise mal einen Löffel Salz einfach in den Mund steckt, dann schmeckt es wahrscheinlich so gut wie nach gar nichts. Der Grund, warum Salz den Geschmack verbessert oder diesen Geschmack von Farben, Lebensmittel erhöht, ist einfach aus dem Zusammenhang, dass wir die Zunge durch das Salz einfach reizen. Wie das ist, kann man sich so vorstellen, als ob man eine Wunde auf der Hand hätte, eine Brandwunde zum Beispiel, und diese halt berührt. Die Haut ist dadurch auch sehr überempfindlich und jede kleinste Berührung tut zum Beispiel weh. Und das Gleiche ist, wenn man Salz sich auf die Zunge tut, die wird dann umso empfindlicher und reagiert dementsprechend auch. Und das heißt, dass die Leute, wenn sie dann totgekochte Sachen zu sich nehmen, dass sie halt durch das Salz, weil sie eine überempfindliche Zunge haben, das noch irgendwas herausschmecken können. Weil wenn sie das nicht machen würden, dann wird das einfach fad schmecken und die hätten dann überhaupt gar keinen Geschmacksreiz in dem Zusammenhang. Und da ist es auch wichtig, dass man halt sich dadurch seine Geschmacksnerven, seine Zunge etwas denaturiert bzw. auch kaputt macht. Und man kann das wieder rückgängig machen, wenn man zum Beispiel auf Salz und andere Gewürze für mehrere Wochen verzichtet, zum Beispiel beim Fasten, dann tun sich die Geschmacksnerven wieder regenerieren, sage ich mal, oder zurücksetzen, dass man wieder einen natürlichen Geschmack hat, ohne dass man jetzt irgendwelche zusätzlichen Sachen machen muss, um halt irgendwie Leben in die Sachen mit reinzubringen. Das ist auch sehr interessant. Meine Eltern, denen habe ich mal fermentierte rote Beete gegeben, weil ich ja zum Beispiel fermentierte Sauerkraut mit rote Beete gemacht habe. Da ist was übrig geblieben. Und das haben sie dann probiert und die haben dann, weil es halt nicht gesalzen oder sonst irgendwas ist, haben sie eigentlich sozusagen gar nichts geschmeckt oder haben den nötigen Pep haben sie sich gewünscht oder beziehungsweise hat gefehlt. Und die nehmen halt sehr viel Salz zu sich. Und da sieht man dann auch den sehr großen Unterschied, dass halt, wenn man immer wieder jeden Tag immer was Salz und Gewürze damit drauf macht, dass man sich seine Geschmacksnerven verhunzt, dass ganz natürliche Lebensmittel, wie sie in der Natur vorkommen, eigentlich gar keinen Geschmack mehr haben und wir dann dadurch dazu kommen, dass wir mit unseren Züchtungen immer süßere Früchte produzieren müssen, damit die Leute überhaupt irgendwas schmecken können. Das ist auch der Grund, warum es halt immer mehr zuckerhaltige Getränke gibt oder allgemein Essen, damit halt die Leute irgendwas schmecken können, weil ihre Geschmacksnerven so kaputt sind.
Beim Argument, dass Salz verdauungsförderlich sei, kann man ja mal eine Prise Salz auf eine Tomatenscheibe geben und schauen, ob sich das selbst verdaut, weil dann hätte man wirklich den Beweis, dass es auch wirklich verdauungsförderlich ist. Aber Salz ist ein totes Mineral und wie gesagt, der Körper, der nimmt es genauso auf und scheidet es dann auch genauso wieder raus. Für ihn ist es mehr ein Problem und das Salz, das verhindert oder beziehungsweise blockiert mehr die Verdauung. Und weil zum Beispiel Salz mehr Wasser bindet, das aus dem Blut oder aus den Organen rausnimmt, damit der Körper irgendwas zum Kompensieren hat. Das heißt, die Verdauung wird auch langsamer und wie gesagt auch mehr oder weniger blockiert dadurch. Wenn man das Salz für unseren Körper notwendig ist, weil wir das im Blut finden, ist sehr interessant, weil man kann auch zum Beispiel Medikamentenrückstände, Umweltgifte, Pestizide und solche Sachen auch im Blut auffinden. Und wir gehen auch nicht davon aus, dass diese Sachen notwendig für den Körper sind und dass wir das dann auch zum Beispiel in unserem Essen gerne aufnehmen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, würde ich sagen. Und auf dieser Basis beruht auch diese Salztheorie, sage ich mal, am Tag kann die Niere ungefähr 200 Milligramm Salz ausscheiden. Der Rest zirkuliert zum Beispiel so lange im Blut, bis es rankommt, über die Niere zum Beispiel ausgeschieden zu werden. Oder es kommt dann zu Salzablagerungen, zum Beispiel unter die Haut. Das führt dann auch dazu, dass wenn ihr schwitzt, dass dann die Haut, dass der Körper dann den Schweiß als Ausscheidung nutzt und halt dann versucht, den Salz über die Haut auszuscheiden. Und deshalb schmeckt auch der Schweiß sehr salzig. Und seitdem ich halt auf meine schleimfreie vegane Rohkosternährung umgestellt habe vor 5,5 Jahren und ich auch komplett auf Salz verzichte, seit diesem Zeitraum auch, schmeckt mein Schweiß überhaupt nicht mehr nach Salz. Salz ist ein Toxin und wie vorhin auch erwähnt, wird es auch zur Konservierung genutzt, weil es halt den Wachstum von Bakterien hemmt bzw. diese auch tötet. Das wird natürlich auch in unserem Körper durchgeführt bzw. fortgesetzt. Das ist ein Antibiotikum, habe ich auch schon vorhin gesagt. Außerdem veranlasst auch Salz dazu, dass wir mehr trinken müssen, mehr Durst haben, weil der Körper versucht, mit dem Wasser das Salz zu binden, weil er das nicht abbauen kann und nimmt dann das Wasser aus dem Blut oder aus den Lymphen heraus. Außerdem verursacht auch Salz sehr viele unschöne Krankheiten, wie zum Beispiel diese Hauterkrankungen, Nierenentzündungen, Bluthochdruck und weitere sogenannte Krankheiten, genauso wie andere Gewürze, wie zum Beispiel Cheyennepfeffer, Chili, Zimt, Ingwer, Knoblauch, aber auch Wildkräuter, die man auch sehr sparsam zu sich nehmen sollte. Und man sollte auch hier die Hintergründe auch mit verstehen, dass das What? Viele solche Sachen, auch die Schärfe oder die Bitterstoffe einfach Fraßschutz sind für die Pflanzen. Dann kommen wir zu Gewürzen, die Schärfe verursachen, wie zum Beispiel Chilis und Cheyennepfeffer. Und diese Schärfe wird von Alkaloiden verursacht, wie Piperpin und Caspisin. Und aufgrund dieser Wärme versucht der Körper, die einfach auszuscheiden. Also der Körper simuliert sozusagen ein Fieber. Er versucht einfach mit dieser Hitze einfach zu beschleunigen, die Zellen zum Beispiel mit der Reibung einfach diese Gifte auszuscheiden. Und dann passiert es halt auch, dass zum Beispiel zusätzlich ja Schleim mit ausgeschieden werden, was dann diese gesundheitliche Befürwortungen da diesem Chili zugesprochen werden. Aber eigentlich führt man sich halt diese Alkaloide zu, diese Hitze und Wärme, die dadurch entsteht und der Körper möchte es einfach so schnell wie möglich rauswerfen. Und es dient halt mehr oder weniger einfach im Reizmittel. Genau wie alle anderen, die ich jetzt dann noch aufzählen möchte, dienen sozusagen als Reizmittel. Wenn man zum Beispiel sich schlecht fühlt durch eine Entgiftungsheilkrise, zum Beispiel von tieferen Schichten, nimmt man sich gerne solche Gewürze dazu und der Körper wird davon abgelenkt und versucht dann das neue Alkaloid oder diese neue Notlage zu besänftigen. Und die ist weitaus weniger schlimm wie zum Beispiel die größere starke Entgiftungsheilkrise. Also man gibt dem Körper sozusagen eine Ablenkung und deshalb fühlen sich die Leute dann wohler, haben dann mehr Energie oder haben dann nochmal zusätzlich diese Reizenergie. Aber bei diesem, zum Beispiel bei diesen scharfen Sachen wie bei den Chilis, könnte man das ausprobieren, was ich überhaupt nicht empfehlen möchte. Aber wenn man das jetzt kleinen Kindern geben würde, zum Beispiel einen Esslöffel voll oder so viel, bis sie dann nicht mehr können, dann würden die ja auch anfangen zu weinen, da wird auch Schreckliches passieren, da wird der Magen verstimmt und alles Mögliche. Und das ist halt sehr interessant, weil die
Neugeborenen, die haben noch ein recht, oder die jungen Menschen, sagen wir mal so 1, 2, 3 Jahre, die haben noch einen recht reinen und sauberen Körper. Der ist dann nicht mehr so verstümmelt wie bei sehr vielen Erwachsenen, da wo der Magen da schon fast gar keine Energie mehr aufbringt oder die Nerven halt, um das zu zeigen, dass da, dass das nicht ins Essen mit rein soll, dass das, dass wir das nicht essen sollen. Bei mir, bei meinem Fall ist es jetzt so, ich kann schon fast Chilis gar nicht, wenn ich die schon rieche, dann fange ich an, auch an zu weinen und ich kann überhaupt gar keine Schärfe mehr essen nach meinen 5,5 Jahren. Was hat sehr viele verwundert, selbst Ingwer und Kurkuma schon gar nicht mehr. So richtig, also noch Knoblauch, das ist mir sehr unangenehm und da merkt, sagt mir mein Körper schon von vornherein, nee, überhaupt nicht, also weg von dem Zeug. Und bei der Schärfe, also bei Chilis, da brauche ich schon gar nicht anfangen, also das, je reiner der Körper ist, desto mehr merkt man, dass die Sachen eigentlich überhaupt gar nicht so gut sind. Auch zum Beispiel Zimt, das ist, kommt ja von der Baumrinde, da sind Tannine drinnen, auch eine alkaloide Sache. Solche Sachen wie Zwiebeln, Knoblauch, Rettiche, Radieschen haben auch ätherische Öle. Knoblauch und Zwiebeln haben Allicin, ist auch so ein natürliches Pflanzenschutzmittel. Das möchte der Körper auch einfach nur ausscheiden, das möchte er auch nicht drin haben. Und Wildkräuter beispielsweise haben auch Bitterstoffe. Bitterstoffe sind auch Alkaloide, die der Körper einfach ausscheiden möchte. Und dieser ganze Hype mit den Wildkräutern ist halt am Anfang bei der Ernährungsumstellung sehr hilfreich, sage ich mal. Und ja, dann doch auch einige Sachen puffern. Aber diese Sachen heilen alle nicht. Diesen Sachen kannst du keinen natürlichen Heilwert zusprechen, weil der Körper heilt immer nur sich selber. Und wie vorhin erwähnt, die ganzen Sachen lenken einfach nur von der tieferen Entgiftungshaltkrise ab. Also man kann die beispielsweise als Bremse nutzen, aber an einem gewissen Zeitpunkt haben die mehr oder weniger gar keinen Mehrwert mehr. Die haben sowieso keinen Mehrwert oder sie helfen, die blockieren euch dann mehr oder weniger, nehmen euch auch sehr viel Energie. Und auch bei dem Punkt, die meisten, die ja immer Wildkräuter zum Beispiel befürworten oder sehr viele Gewürze und so weiter und so fort, da könnt ihr mal den Selbstversuch machen. Macht euch eine Schüssel nur Monomahlzeit von Wildkräutern, nur Monomahlzeit Knoblauch, nur Monomahlzeit Chili, nur Monomahlzeit Ingwer, nur Monomahlzeit Kurkuma. Und ist das so genussvoll, dass ihr auch satt werdet, also so 500 Gramm bis 1 Kilo zum Beispiel. Ich glaube, das wird gar keiner schaffen oder nur mit sehr großem Leid zum Beispiel, dass das so roh passiert wird. Also wenn man zum Beispiel Zimt in großen Mengen gibt, das haben wir immer so, als wo wir noch in der Schule waren und dumme Sachen gemacht haben, so als Mutprobe, einen Esslöffel Zimt und dann wird einer fast erstickt daran. Weil du das halt so in Pulverform gar nicht zu dir nehmen kannst. Und das sind halt dieser Mehrwert von den Gewürzen. Ist einfach nur, wenn du das irgendwo mit dazu gibst, auch bei den Wildkräutern, ich weiß nicht, bei vielen Sachen, die sind so bitter, die kannst du so gar nicht ohne Dressing oder sonst irgendwas, manche tun sich das ja in den Salat, die kannst du gar nicht so essen. Die sehr beliebte Kräuter-Naturheilkunde ist auch mehr oder weniger einfach nur eine Symptombehandlung. Wenn man jetzt irgendwelche Symptome hat, irgendwie Kopfschmerzen, Blasenentzündung oder sonst irgendwas, dass man dadurch ein Kraut zu sich nimmt und dann das irgendwie anscheinend heilt, ist für mich mehr oder weniger nichts anderes, als wenn man sich zum Beispiel chemische Sachen zu sich nimmt. What? Und letztendlich, wie vorhin gesagt, heilen auch diese Wildkräuter nicht. Und das würde natürlich den ganzen Hype um Wildkräuter auch wieder widerlegen, weil die Leute sich natürlich wieder darauf stürzen. Der Körper halt von heilt sich selber. Man muss halt nur wissen, wie das halt funktioniert und auch diese Entgiftungen besser einschätzen zu können. Und auch bei dem Punkt vom Essig, egal welche Art man von Essig nimmt, das ist ja auch einfach ein Produkt von einem Alkohol und das blockiert natürlich auch die Verdauung, wenn man es zu sich nimmt und führt auch dann mehr oder weniger zu Gärungen, was ja auch wieder den Magen-Darm-Trakt einfach nur belastet. Natürlich möchte ich jetzt die ganzen Gewürze nicht verteufeln und keiner soll auch von heute auf morgen auf diese Sachen verzichten. Wie gesagt, ich habe das auch schon in mehreren Videos gesagt, diese Umstellung auf die vegane Rohkost oder eine Ernährungsumstellung ist ja eine Art wie eine Drogenentzug. Man sollte das halt Schritt für Schritt machen und das halt immer mehr weglassen oder auch radikale Schritte machen, dass man vielleicht jetzt Steinsalz zum Beispiel nutzt oder Himalaya-Salz und das halt in der Salzlake zum Beispiel macht und das immer weiter reduziert und die Gewürze oder der Wildkräuter einfach nutzt zur Unterstützung bzw. zur Entschleunigung der Entgiftung, damit es ein bisschen erträglicher wird. Aber ich möchte natürlich auch für euch im Hinterkopf behalten,
was diese Sachen eigentlich sind, dass die keinen Heilwert haben und dass ja auch auf solche, ich nenne sie mal Marketing-Sachen oder Versprechungen, die es da draußen in dieser Heilkunde sehr oft gibt, dass das halt einfach nicht stimmt, sondern dass ihr auch diese Hintergründe dazu kennt. Dazu gibt es ja auch eine PDF von der Naturalhygiene-Bewegung. Die habe ich zum Beispiel auf meiner Patreon-Seite für die Leute, die da Mitglieder sind. Da habe ich diese PDF hochgeladen. Ich werde jetzt auch die so Anfang Oktober eine separate Telegram-Gruppe, die privat gestellt ist, auch eröffnen, wo sich das Thema rund ums Fasten, schleimfreie Heilkost und alles drehen wird. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben per E-Mail oder auch per Telegram. Wenn ihr Interesse habt, da werde ich euch die Bedingungen sagen, weil ich die nicht frei zugänglich machen möchte, sondern die wird auch kostenpflichtig dann noch sein, damit ich einfach gewährleisten kann, dass da die Leute auch mitziehen wollen und an sich weiter arbeiten möchten. Werde ich auch dann noch Näheres bekannt geben. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben geben, kommentieren und auch abonnieren nicht vergessen, dabei auch noch auf die Glocke drücken. Wenn auch von mir und von meinem Projekt weiter erfahren möchte, beziehungsweise sich nochmal schauen möchte, wie sich das alles aufgebaut hat, kann gerne auf meiner Webseite vorbeischauen. Dort findet ihr ja, wie sich das Projekt entwickelt hat, auch viele Sachen zur schleimfreien Heilkost, meine Kurse, meine Coachings, weitere Produkte in meiner Saatgutliste, genauso wie mein Telegram-Kanal. Schaut auch da gerne vorbei, da gibt es dann nochmal zusätzliche Informationen, genauso wie auf meiner Patreon-Seite, wo es halt Content gibt, der jetzt hier nicht frei öffentlich für euch zugänglich ist, sondern auf YouTube, sondern nur speziell für Patreon. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.